Herzlich willkommen zu VipVelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Der Jahresrückblick 2020. Und hier sind die Schwippschwager von Lanz und Jauch, Bastian Brauns und Patrick Hesse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge VipVelo. Aber diesmal mit einem Spezial, und zwar dem Jahresrückblick 2020. Ich habe hier heute auf meinem Rad den Bastian Brauns, und wir fahren hier gerade mal so durchs Brandenburger Tor. Sebastian Brauns vom Cicero, dem Politmagazin schlechthin. Und wir beide blicken heute durch eine Corona-konforme Schmuckschutzvorrichtung sozusagen zurück in das Jahr 2020, was jetzt ja fast hinter uns liegt. Und wollen mal so ein bisschen beleuchten, was uns Deutsche und was die ganze Welt letztendlich bewegt hat. Bastian, wie empfandest du denn das Jahr 2020? Was ist, sag ich mal, vielleicht mal angefangen, was ist dein Wort 2020, der Begriff 2020? Ja, also eigentlich hast du es ja gerade schon schön gesagt, was uns bewegt hat. Ich finde, es war das unbeweglichste Jahr auf jeden Fall meines Lebens. Und ich würde als Wort des Jahres, das ist ja natürlich klar, das ist ja langweilig, ist Corona. Aber ich würde sagen, Lockdown war für mich eigentlich das größere Wort. Lockdown? Ja, Lockdown. Mein Wort des Jahres war auf jeden Fall Beherbergungsverbot. Ah, ja, ja. Beherbergungsverbot in den schönsten Ausführungen überall zum Besten gegeben. Ja, man lernt immer neue Worte, man auch schnell wieder vergisst, wenn nämlich die Lage vorbei ist. Aber diese Lage ist so. So sieht's aus. So sieht's aus. Die ist so intensiv, dass wir das Wort noch ewig kennen werden. Und wir werden jetzt Monat für Monat mit euch durch das Jahr radeln. Und wir fangen an mit dem Monat Januar. Januar 2020. Ja, damit hat das Jahr angefangen. Und wir können ja eigentlich schon fast sagen, das Jahr endet, wie es angefangen hat, mit zwei großen Themen. Ne? Absolut, ja. Also im Januar kamen ja auch die ersten, also spätestens im Januar kamen die ersten Meldungen zu Corona. Damals war noch die Frage, was ist das überhaupt? Da erinnere ich mich noch an eine dpa-Meldung, die überschrieben war mit mysteriöse Lungenkrankheit in China entdeckt. Und da dachten wir alle noch, das ist irgendwie weit weg. Und das war natürlich, dass das Thema werden würde, war damals noch gar nicht klar. Nee. Was damals eigentlich das Hauptthema war und was uns auch tatsächlich noch bis jetzt Ende des Jahres begleitet hat und auch weiter begleiten wird, ist der Brexit. Der Brexit. Brexit. Die Briten haben entschieden, dass sie aus der EU raus wollen. Ja. Das haben sie dann gnadenlos durchgezogen. Was ist im Januar letztendlich passiert? Ne? Also, kannst du es ja aus der Sicht eines Journalisten mal, wie es, sag ich mal, bei dir angekommen ist alles? Ja, also es war natürlich so, dass am 31. Januar das geplant war und auch vollzogen wurde. Ne? Also Großbritannien hat die EU wirklich verlassen. Hat ja irgendwie auch lange genug gedauert, gefühlt. Sind seit dem Referendum damals ja irgendwie auch 3-4 Jahre vergangen. Ja. Genau, und aber es war trotzdem irgendwie nicht so ein, ich erinnere mich noch, es war so ein Moment, als man gemerkt hat, okay, jetzt wird die britische Fahne, der Union Jack wird irgendwie eingeholt. Entschuldigung, der wurde nicht eingeholt. Doch, in Brüssel wurde sie eingeholt. Und hier in Berlin in der britischen Botschaft. Nein, natürlich, selbstverständlich. Wurde die EU-Fahne natürlich. Wo wir gerade vorbeigeradelt sind. Genau, da wurde sie eingeholt und... Ja, das war irgendwie so ein Routine-Ding dann, und man irgendwie hat man auch so bei aller Traurigkeit irgendwie trotzdem auch so gedacht, jetzt ist aber auch mal gut. Ja. Aber da das natürlich nach wie vor so eine Hängeparty ist und wir immer noch kein echtes Handelsabkommen jetzt haben, das wird uns auch weiter begleiten. Und es ist aber immer so ein Grundrauschen, dass immer vor allem in der EU-Politik natürlich am Start ist. Ne? Ja, ja. Du hast angesprochen, Corona ist letztendlich zum ersten Mal. Gab es denn die ersten Fälle auch schon in Deutschland im Januar? Genau, das ist immer so lustig, ne, weil das verschwimmt alles. Es verschwimmt, so, absolut. Die Zeiten. Es verschwimmt absolut. Aber tatsächlich war es so, dass am 28. Januar
der erste Fall in Deutschland registriert wurde. Und zwar war das bei der Firma Webasto in Bayern. Ja. Und das war wohl damals so, dass da eine chinesischstämmige oder eine chinesische Mitarbeiterin irgendwie auch zu Besuch war. Bei irgendeiner Schulung war das, glaube ich. Und ja, und im Rahmen dieser Geschichte haben sich dann eben Mitarbeiter angesteckt. Und damals war das aber immer noch, das war natürlich noch lange nicht so dramatisch. Ja. Ich erinnere mich, das wurde ich vielleicht sogar, ich habe das hier mal hier auf dem Ding mal, der Jens Spahn hat nämlich damals gesagt, lest das mal kurz vorher. Ja, sehr gerne. Es war zu erwarten, dass das Virus auch Deutschland erreicht. Der Fall aus Bayern, also Webasto, zeigt aber, dass wir gut darauf vorbereitet sind. Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI weiterhin gering. Tja. Das sagte Jens Spahn damals. Das und ist, ja. Er hat ja recht, wir lernen immer dazu und müssen einander viel verzeihen, aber im Rückblick wirkt das natürlich nicht so gut vorbereitet, muss man sagen. Ich glaube auch, ich hatte so als normaler Bürger irgendwann das Gefühl, dass es halt wirklich, dass man es unterschätzt hat. Dass man es einfach wirklich unterschätzt hat. Und ich kann es ja mal so von meiner Seite aus berichten. Ja. Es war so, dass es alles ganz weit weg war. Nicht? Das war halt absolut in China. Und es ist 5.000, 6.000, 7.000 Kilometer entfernt. Und ja, das kommt schon nicht. So wie die Schweinegrippe, Vogelgrippe. So, es wird alles übersichtlich bleiben. Und es ist halt mal wieder so eine kleine Pandemie letztendlich, aber die niemals diese weltumgreifende, diese Dimension dieser Weltumgreifung. Ne? Das war ja dann wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, man kannte das eben aus so Filmen wie, was war denn das hier, 12 Monkeys? Ja. Oder Contagion. Ja. Das fand ich echt krass. Ich habe dann wirklich irgendwann später im Jahr den Film auch geguckt und es ist schon erschreckend. Zwar ist es nicht ganz so tödlich, was wir jetzt erleben. Mit Matt Damon meinst du den Film? Ja, es war mit Matt Damon. Der ist sehr erschreckend nah an der Wirklichkeit mittlerweile. Ja, auch die Rolle der WHO und wie das alles kompliziert war. Da hast du vollkommen recht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt zu anekdotenhaft ist, aber ich kann mich noch erinnern. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Ja, das war, kann man sagen, eigentlich der Januar, wie er sich dann so langsam, wie sich das Jahr so langsam dahingeschlichen hat. Ne? So, und jetzt kommen wir zum Februar. Sehr schön. Schon sind wir im Februar. Der Februar, die Corona-Pandemie ist noch, sage ich mal, noch nicht so wirklich angekommen in den Köpfen. Nee. Aber es gab ein anderes politisches Ereignis, das sehr, sehr prägend war, mit dem wir im Grunde auch bis heute zu tun haben. Okay. Thüringen. Der Fall Thüringen. Ja. Genau, wir fahren jetzt nämlich hier auch gerade an der FDP-Parteizentrale vorbei, die hier in der Reinhardtstraße in Berlin-Mitte ist. Ja. Rechter Hand sehen wir es auch gleich. Ich erinnere mich nur an diesen Punkt sehr gut, weil ich hier Anfang Februar nämlich abends noch hingefahren bin, um mir hier eine große Demonstration anzuschauen, die sich hier spontan ereignete vor der Parteizentrale. Und das waren schon krasse Bilder. Es ist was passiert. Lass uns aufschlüsseln, genau. Was ist passiert? Passiert ist, dass ein FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten tatsächlich gewählt wurde, was ja ohnehin schon eine Seltenheit sein dürfte. Aber eigentlich nicht für eine Demonstration sorgen müsste. Genau, sondern eher für Freude. Ja. Aber Fakt war, dass er mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählt wurde, um eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern. Ja. So, und das war tatsächlich ein demokratischer Dammbruch, würde ich jetzt mal sagen. Auch ein Begriff dieses Jahres, sagen. Dammbruch. Ja. Genau. Und das hat zu solchen krassen Verwerfungen geführt, die am Ende auch Annegret Kamm-Karrenbauer das Amt gekostet haben. Ja. Und sage mal so, die Bilder hier vor der FDP-Parteizentrale, die waren natürlich immens. Also einfach, weil gerade die liberale Partei sozusagen auf einmal so in die Ecke von AfD-Ermöglichern sozusagen geschoben wurde. Ja. Und das auch zu Recht. Also das war einmalig bisher. Und
Es gab ein ganz bekanntes, berühmtes Bild, was durch um die Welt gegangen ist in dem Moment. Ja. Und zwar Herr Kemmerich mit Bernd Höcke zusammen. Herr Bernd Höcke gibt ihm die Hand. Ja, stimmt. Ja. Und das ist, ich glaube, dieser Moment, wo auch bei mir, der Hammer gefallen ist, wo ich mir gedacht habe, das geht gar nicht. Das ist einfach, das geht nicht. Ne? Und natürlich den berühmten Blumenstrauß, genau, der ihm vor die Füße geworfen wurde. Von der linken Henning Welzow, genau. Ja. Ja, genau. Also diese zwei Bilder letztendlich. Ja, das waren zwei sehr starke Bilder, auf jeden Fall. Vor allem das erste Bild, was du sagtest mit Höcke und Kemmerich, da wurde ja, wollen wir rechts abbiegen? Ja, ich dachte... Wollen wir links abbiegen? Das geht. Ja, ich dachte mir, wir fahren jetzt einfach mal hier gerade durch über eine Brücke. Das ist nicht auch mal schön, ne? Das ist mal ein bisschen strampeln, dann wird es ein bisschen wärmer hier. Auf jeden Fall. Ja, lieber nicht rechts abbiegen. Wir biegen jetzt mal erstmal, wir fahren erstmal geradeaus Richtung Hauptbahnhof. Genau. Also dieses eine Bild, was du meinst von Kemmerich und von Höcke, das, ich will mit historischen Vergleichen, ich habe auch immerhin Geschichte studiert, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber es wurde sehr stark verglichen mit dem Bild, das Hindenburg und Hitler gezeigt hat. Ja. Genau, also das stimmt schon von der Konstellation her natürlich nicht, weil es war eben der Reichskanzler und der Präsident. Ja, selbstverständlich. Aber wie auch immer, es war ein symbolisches Bild, was so viele gar nicht hingen. Und es gab dann auch tatsächlich, weil, sagen wir mal so, es war auch ein Versagen letztendlich der CDU-Parteiführung, weil die CDU hat da eben gemeinsame Sache gemacht mit der AfD. Ja. Und Annegret Kramp-Karrenbauer, damalige und eben auch immer amtierende Parteivorsitzende, hat es eben nicht vermocht, offenbar, das zu verhindern. Und dann sah sich eben die ehemalige CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel, noch Bundeskanzlerin, auf ihrer Südafrika-Reise dazu gezwungen oder hat es für nötig gehalten, sich zu der Sache zu äußern. Hat eine klare Ansage gemacht, die ihr aber auch auf die Füße gefallen ist. Genau, auf die Füße gefallen ist und ihr bis heute, insbesondere natürlich von rechts, vorgehalten wird. Sie hat nämlich, ich glaube, wortwörtlich, ich muss es genau machen, sie hat wortwörtlich gesagt, nicht die Wahl muss rückgängig gemacht werden, sondern das Ergebnis muss rückgängig gemacht werden. Und das ist natürlich, also wenn man es genau nimmt, ist schwierig. Demokrat in der Demokratie ein schwerer Satz. Schwerer Satz, den darfst du nicht eigentlich benutzen als demokratische politische Person. Genau, am Ende geht es darum, dass Kemmerich war ja dann gewählt und konnte keine Minister berufen, weil er eben auch keine Koalition dann hatte, weil die CDU dann eben dann nicht mitgemacht hat. Aber das war schon haarscharf. Das war sehr haarscharf. Ja, Fall Thüringen, das war wirklich September 2020, Februar 2020, entschuldige bitte, ich bin schon durch das Radeln hier, bin ich komplett schon wieder durch den Wind. Jetzt wird es ein bisschen anstrengend, ne? Jetzt wird es wieder ein bisschen anstrengend. Aber ist auch gut so. Das gehört auch mit dazu. Ja, auf ein bisschen Bewegung, diesem unbeweglichen auf Corona. Auf dem Windmelo, das ist immer, das freut die Gäste auch am besondersten, wenn man Brücken fährt. Im Februar 2020, was ist denn noch passiert? Ja, es ist was Unglaubliches passiert. Ja. Auch schon wieder wirkt, als wäre es irgendwann gewesen. Aber es war auch wirklich dieses Jahr, Ende Februar, kurz vor Corona, gab es den Anschlag von Hanau. Ja. Wo ein Mensch, der sich dann nachher selber auch erschossen hat, einfach 10 andere Menschen umgebracht hat aus rassistischen Motiven. Ja. Und das zeigt auch nochmal, wie groß das Problem des Rechtsterrorismus einfach ist in diesem Land. Das kann man auch nicht beschönigen. Und nein, das hat auch, darf man auch, ins, nicht. Auch ein Herr Horst Seehofer verstanden, glaube ich. Und das ist einfach wirklich, wirklich ein Thema, das uns nach wie vor begleitet. Wir haben eine Partei im Bundestag, die in Teilen vom Verfassungsschutz auch beobachtet wird, mit dem AfD-Flügel, der sich hier offiziell aufgelöst hat. Also dieses Ereignis in Thüringen wird sich auch später nochmal spiegelbildlich irgendwie zeigen, dass man ohne die AfD offenbar schwierig Mehrheiten bekommt. Ja. Das wird uns weiter begleiten. In Sachsen-Anhalt Ende des Jahres war es dann beim Rundfunkbeitrag zum Beispiel nochmal ein Thema. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Februar 2020, Thüringen, Hanau, das waren wirklich harte Themen, die letztendlich ja auch irgendwo zusammenhängen. Und glaube ich, dann auch da ein komisches und sehr skurriles Bild auf unser Land geworfen hat.
wo wir denn jetzt wirklich mittlerweile stehen vielleicht auch, ne? Und was halt so die Gesellschaft auch ein bisschen langsam, ja, ich weiß es nicht, so kam es mir zumindest vor, ein bisschen abgespiegelt hat. Ja. Haben wir noch was im Februar 2020? Ich glaube nicht. Wir haben es reicht auch. Es reicht. Schlimm genug, wirklich. Ja. Wir hatten halt noch den Kubicki, dass der gratuliert hat. Und der ostbeauftragte Hirte, der dann gehen musste, auch gratuliert. Der Kubicki, ja. So, ne? Lindner war zögerlich. Ja, das ist insgesamt die ganze Herangehensweise der FDP war, ist schon sehr, ja, skurril, komisch, weiß nicht, wie man ja, das Interessante ist halt, also ich wollte ja eigentlich noch eine Bananenschale mitbringen. Ja, hast du gesagt, ja. Weil in einem späteren Interview hat Kemmerich dann zum Beispiel sich dann gerechtfertigt, dass die AfD ihm eine Bananenschale hingelegt hätte und er wäre drauf ausgerutscht. Ja. Und das ist auch die Argumentation, die CDU lange Zeit versucht hat, irgendwie zu sagen. Ja. Das Szenario war bekannt. Es war bekannt, dass das passieren kann, wenn man für Kemmerich stimmt, dass die AfD im dritten Wahlgang plötzlich auch für Kemmerich und nicht für ihren eigenen Kandidaten stimmt. Und so ist es auch gekommen. Und dann zu sagen, man sei irgendwie ausgetrickst worden. Ja. Das greift ein bisschen kurz. Aber die AfD und Björn Höcke. Ja. As you wish. Hat das auch noch mal neulich. Sie brüstet sich damit bis heute, dass man die Altparteien, die sogenannten, vorgeführt habe. Mit diesem, sag ich mal, Trick. Ja. Aber dieser Trick war eben bekannt. Absolut. Ja, damit schließen wir die Akte des Februar 2020 am besten mal und gehen jetzt über in den März. Jetzt wird es turbulent. Jetzt fängt das Jahr erst so richtig an, würde ich sagen. Hier kommt der März. Ja, der März. März 2020. Wie kann man den März 2020 zusammenfassen, Bastian? Ja, also es ist etwas passiert, was unvorstellbar war, glaube ich, für jeden. Also wir haben natürlich gelernt, mit diesen ganzen Restriktionen irgendwie zu leben, auch wenn es schwerfällt, aber es ist irgendwie trotzdem irgendwie eine Art von Normalität. Aber wer damals geglaubt hat, dass es jemals einen sogenannten Lockdown geben könnte, das ist völlig undenkbar. Undenkbar, oder? Und das ist eben im März passiert. Das ist der absolute, ja, das Leben wurde angehalten. Genau. Das normale Leben wurde gefühlt einfach mal angehalten. Es flog nichts mehr. Genau. Die Grenzen, die europäischen Grenzen wurden wieder dicht gemacht. Korrekt, ja. Das Gefühl war schon skurril. Absolut. No. Also ich war damals, ich erinnere mich da noch dran, sozusagen in einer Art selbst auferlegten Quarantäne, weil ich tatsächlich ein bisschen krank war. Okay. Nicht schlimm oder so, aber ich wusste es halt nicht. Man wusste es nicht. Und es war auch echt eine Odyssee, weil ich war eben kurz davor in der Schweiz gewesen und auch im Elsass. Und das waren ja die beiden Regionen, die schon ziemlich beeinträchtigt waren durch die Geschichte. Und ich wollte halt auf Nummer sicher gehen und mich dann testen lassen. Ja. Und ich habe, glaube ich, drei Anläufe versucht und habe mich dann aber auch jetzt mal resigniert abgewandt. Okay. Weil ich irgendwie keine Lust hatte, auch in diesen Testzentren da zu verweilen mit den ganzen potenziell Kranken. Ja, selbstverständlich. Das war alles ein bisschen chaotisch, muss ich sagen. Aber ich kann dir, also es war relativ interessant, weil ich war ja in der Schweiz, wie gesagt. Ja. Und da habe ich einen sehr alten Studienfreund besucht, der ist, sagen wir mal so, relativ empfindlich, was Krankheiten angeht. Ja. Und der war sehr gut informiert schon. Und ich hatte das damals noch gar nicht so ernst genommen, weil das eben bei uns immer noch nicht so ein Thema war. Ja. Das war Ende Februar, Anfang März. Und der sagte mir schon, er habe sich schon mit Desinfektionsmittel eingedeckt und auch sogar mit FFP3-Masken. Nein. Ich habe noch nie gehört davon. Was ist denn das? Was ist das? Richtig? Also normaler... Ja. Was ist das? Ja. Und dann hat er mir so aufgeklärt, was er glaubt, was passieren wird. Nämlich, dass die Leute sich das alles
holen werden und hamstern werden. Ja. Und so kam es ja dann auch. Und ich habe aber, also ich habe nicht gehamstert, aber ich hab mir tatsächlich eine große Desinfektionsflasche bei Amazon oder so bestellt. Oh, darf man nicht sagen, ne? Nein, es gibt ja noch ganz viele andere kleine schwäbische Traditionsfamilienunternehmen. Ja, es war aber auch tatsächlich schon kein Desinfektionsmittel mehr, weil das gab es schon nicht mehr tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mir dann so eine große Flasche Nagellackentferner gekauft. Ah, geil. Das war der Geheimtipp. Das war der Geheimtipp, und ja. Eine FFP3-Maske habe ich mir gekauft, schweren Herzens. Ja. Weil ich auch niemandem was wegkaufen wollte, aber eine habe ich gekauft. Und ganz dubiose Geschichte. Herrlich, herrlich. Hat nämlich irgendeine komische, weiß ich nicht, Programmierklitsche mit unseriösem Auftritt im Internet hat das vertrieben auf einmal. FFP3-Masken in der Friedrichstraße vorne war. In der Friedrichstraße? Habe ich dann recherchiert noch, weil ich irgendwie nicht sicher war, was ist denn das? Ja. Ich weiß auch nicht, ob es eine echte Maske war oder irgendwie gefaked, aber. Oh ja. Mann. Ja. Nee, aber wirklich, der März war wirklich. Ja, es war eine absolut neue Situation für uns alle. Und ja, es war ein gefühlter Stillstand. Wir fahren jetzt hier gerade unter den Linden. Und ich kann mich entsinnen, hier, wenn man hier lang gegangen ist, ja, im damaligen ersten Lockdown, es war wie ausgestorben. Es war wirklich, ja, absolut. Berlin war eine Geisterstadt. Das war, es ist unglaublich gewesen. Ja, ja. Es lag schon so eine. Ja, es lag schon was wie Angst ein bisschen oder Sorge in der Luft, ne? Ja. So eine bleierne Schwere, ja, wenn man irgendwie in den eigenen vier Wänden da irgendwie an die Decke auf den Kopf fiel. Da wurde einem das erstmal bewusst, wie sehr man das auch braucht, so die scheinbaren soften, ja, Geschichten, so irgendwie bei der Umarmung oder so, ne? Das war ja alles runter. Absolut, absolut. Ist denn im März 2020 noch was passiert, was wir irgendwie vergessen haben könnten in diesem ganzen Lockdown? Naja, also es war eine Kette von Unglaublichkeiten. Wenn man sich vorstellt, der Lockdown, der war ja nicht nur in Deutschland, der war ja weltweit. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass mein Patenonkel tatsächlich zum Ende seiner Arbeitszeit auf Weltreise gegangen ist. Oh Gott. Und er war in Neuseeland gestrandet. Ach du Himmel, okay. Und wenn man sich nochmal die logistische, muss man einfach sagen, Meisterleistung nochmal vergegenwärtigt, dass Deutschland organisiert hat. Alle, wir sind ja durchaus ein reisefreudiges Volk. Kein, ja, Wunder, ist ja auch nicht so schönes Wetter immer. wir waren halt überall auf der Welt verstreut. Das ist richtig. Und das hat das Auswärtige Amt organisiert, nach und nach. Hat zwar gedauert, aber hat geklappt. Es hat geklappt. Und, aber die Rechnungen kamen noch. Ja. In der Tat. Ja, so ist das halt, ne? Ja, das war März 2020, der Anfang sozusagen vom ewigen gefühlten Lockdown. Man könnte noch beim März, wenn wir beim März sind, sagen, bei den Hamsterkäufen, ne? Oh, war denn dein Hamsterprodukt? Mein Hamsterprodukt, ehrlich gesagt, es ist kein Scherz, ich hatte plötzlich wirklich Toilettenpapier in Notstand. Es war wirklich so, es klingt total blöd, aber ich kaufe halt immer bedarfmäßig. Ja. Ne? Und also zwei ich habe Rollen, damit so ein 8er, 10er Pack halt. Ich kaufe immer so eine Ladies, kleinen, da steht Ladies, ja, drauf, okay. Das ist so eine, ja, fünflagig. Das ist gut zu wissen. Mir ging mein Toilettenpapier aus und ich dachte halt, ich gehe jetzt einfach mal einkaufen und hole mir neues Toilettenpapier. Ich hatte es gar nicht so registriert alles, dass das wirklich so ist, ne? Und ich stand dann wirklich vor leeren Regalen. Und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja. Und zum Schluss, ganz ehrlich, habe ich mir das von meiner Nachbarin, wir haben uns gegenseitig dann Klopapier erstmal die nächsten Wochen getauscht. Es ist, das waren auch die Bilder in den Supermärkten. Leere Regale plötzlich, ist ja alles hoch dramatisiert worden. Ja, ne? Es war halt einfach, weil sie, wenn alle plötzlich rausgreifen, kommen sie ja nicht nachzulegen. Aber ja, aber interessant finde ich ja, dass man, also ich hatte wirklich nie vor, wirklich zu hamstern. Ja? Ja. Also ich habe zwar auch kurz gedacht, okay, ich weiß ja, es kommt jetzt der Lockdown, vielleicht hole ich mir so ein paar Konserven oder so, jetzt nicht viel, aber ne, also für den Bedarf oder so, war ja klar, dass es, wir werden nicht verhungern. Nee. Aber das Absurde ist ja schon dieser psychologische Effekt, wenn du dann da stehst und dir eigentlich nur. Alles gut. Für uns ist auch kalt. dieser psychologische Effekt, wenn man dann vor dem Regal steht und eigentlich wirklich nur eine Packung kaufen wollte. Mehl war ja auch wochenlang aus. Alles. Dann wird man erst ein bisschen wütend und denkt so, was soll denn die Scheiße?
Und man denkt, hat aber auch gleichzeitig schon dieses Gefühl, ja, also was ist denn jetzt? Also dann, dieser Impuls ist auf einmal auch in einem selbst drin, dass man denkt, okay, wer weiß. Du, absolut. Also, ich würde mal hier gerade den Radweg mal wieder nehmen. Haben wir ja so schöne Radwege hier. Hier sind sie wirklich schön. Ja. Im Laufe des Jahres, wo ich meine Folgen gedreht habe, habe ich sämtliche Radwege Berlins kennenlernen dürfen. Und ich darf wirklich sagen, Berlin, macht ihr müsst was machen. Nee, da muss was gemacht werden. Oh je. Ja, März 2020, Lockdown, Hamstern, es ging los. Und jetzt kommen wir zum April. Und dann sind wir auch schon im April. Zeit ist kein Begriff mehr. Ich erinnere mich noch dran, es war wieder schön. Es war schönes Wetter und schöner April, sehr warm. Und es galt dann ab 27. April, war es, glaube ich, galt dann die Maskenpflicht, in Deutschland. Und wir sind jetzt hier am Rosa-Luxemburg-Platz. Aus gutem Grunde, weil hier steht die Volksbühne und die Volksbühne wurde tatsächlich zur Bühne für die sogenannten Hygienedemos. Auch ein neues Wort in diesem Hygienedemo, Jahr. Hygienedemo, ja, ein wunderbares neues Wort. Ich fahre mal einfach eine Runde um diesen wunderschönen Platz. Das war wirklich relativ absurd, weil da hat sich schon abgezeichnet, dass dieses Phänomen, sage ich mal, dieser Hygieniker oder wie man sie bezeichnen soll, ich weiß es nicht, dass das gar nicht so leicht politisch einzuordnen ist. Ja. Also natürlich waren da viele auch rechte Leute, Rechtsextreme, zum Beispiel, ich kenne da so noch einen, der Volkslehrer oder wie der hieß, ne? Also da muss man ja auch jetzt keine Werbung für machen. Nee. Aber genau, also es waren aber einfach eine bunte Mischung tatsächlich. Und das soll jetzt gar nicht verharmlosend klingen, sondern es war einfach eine bunte Mischung aus Kuriositäten. Also von irgendwie eher linken Impfgegnern, rechten Ideologen, Maskengegnern. Aber ich habe zum Beispiel hier eine kleine Reportage gemacht. Ja. Und dann stand auf einmal so eine ältere Dame neben mir, die mich dann ansprach. Und ich fragte mich halt, wer das wohl ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass es Angelika Barbe war, eine ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin. Irgendwie verdiente Frau irgendwie. Aber die hat dann irgendwie mich von der Seite angequatscht. Ja. Hab ihr auch erstmal zugehört. Ja. Aber ja, also die hat dann einfach. Die hat dann. Einfach sehr, sehr starke Thesen vertreten, dass irgendwie alles ja keinen Sinn ergeben würde und die Maske und also eine große Diskussion um die Masken. Ja, die Maske, dieses Stück Stoff. Ich habe auch eine dabei. Das ist ja letztendlich. Wir haben ja hier unseren Schutz zum Beispiel. Wir haben unseren Corona-konformen Spuckschutz. Aber ja, diese Maske, ja, es ist so. Das auch Bild, ein politisches Symbol übrigens, weil Van Laak und Armin Laschet, das ist ja auch. Ich habe eine von Van Laak. Das ist ja dieser Vetternwirtschaftsvorwurf. Ach, das ist der dieses jetzt, Ach, ja, wo, der, genau. wo der liebe Sohnemann. Ja, der Sohnemann hat das Papa, organisiert. Papa, ich kenne da jemanden, der hat da so eine kleine Modeschneiderei. Ja. Und da kannst du für 50 Millionen ein paar Masken machen. Für 50 Millionen? Ich weiß nicht, war es 50 Millionen oder 5 Millionen? Weiß ich gar nicht. Ich will jetzt nicht falsches sagen. Aber für viele Millionen auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall jetzt versucht vom politischen Gegner, glaube ich, auch also sowohl der interne politische Gegner als auch der Partei externe, da jetzt ihm auch was anzuhängen. Ne? Ja, das wird auf jeden Fall auch noch interessant in 2021. Genau. Weil am meisten, was Armin Laschet angeht, als Kanzlerkandidat immer noch, letztendlich der dann eventuell auch als offizieller Kanzlerkandidat gilt. Man weiß es alles noch nicht. Mund-Nasen-Schutz, Alltagsmaske. Es gab. Ja. Oh, bitte? Ich glaube, da war der Auspuff kaputt. Ja. Es gab viele Begriffe, oder es gibt viele Begriffe mittlerweile. Ja. Maulkorb. Maulkorb, ja. Auch Maulkorb. Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin es mir langsam leid, dass eine irrsinnige Diskussion um ein Stück Stoff gemacht wird. Politikum, ja, wo man sich fragt, Leute, letztendlich ist das ein Schutz für uns alle. Wir schützen uns gegenseitig. Aber es gibt ja mittlerweile Attests, dass du keine Maske mehr tragen musst. Ja. Und. Ich blick nicht mehr durch. Also es ist... Ja, es ist auch nicht so einfach. Also, ich meine, aber in dieser Masken Diskussion, da zeigt sich so ein bisschen, dass das vielleicht, es wurde mal behauptet, dass es nicht unsere Kultur wäre, das Gesicht zu bedecken. Ja? Und das ist ja auch irgendwie richtig. Wir zeigen unsere Gesichter in unserer Gesellschaft.
Aber nichtsdestotrotz, in Asien war es ja zum Beispiel auch nicht so, dass man da früher Masken getragen hat, sondern das haben die auch erst gelernt im Laufe ihrer Pandemie-Erfahrungen. Ja. Ja. Und gerade diese Maskengeschichte, das hat die Bundesregierung schon, hat die Bundesregierung schon einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass es da solche Diskussionen gab, weil zu Beginn wurde sehr deutlich, dass wir zu wenig Masken haben. Ja. Obwohl das in den ganzen Pandemieplänen drin stand und wir hatten zu wenige. Und natürlich, wenn Gefahr im Verzug ist, dann musst du irgendwie handeln. Aber die Bundesregierung hat sich damals zu der Kommunikation entschieden, dass die Masken, die einfachen Masken auch, dass die ja nichts bringen würden. Ja. Ja. Und das ist halt nur in Teilen richtig gewesen, weil natürlich sollen wir... Ja, wir fahren jetzt mal, wir müssen hier rechts fahren. Ja, das war halt einfach ein Kommunikationsdefizit, oder? Es wurde komplett falsch kommuniziert, oder? Das ist halt die Frage, ob falsch oder richtig. Das Problem ist halt wirklich, wenn du zu wenige Masken hast, ne? Ja. Dann muss man sozusagen auch die Politiker irgendwie verstehen, dass sie irgendwie nach einer Strategie suchen, was machen wir denn jetzt? Und natürlich sollten die Masken dann für die Berufe, die gefährdet waren, also an der Front waren sozusagen, ne? Die Krankenschwestern und so weiter, die sollten erst versorgt sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz wurden da Dinge in den Raum gestellt. Also eine kleine Sache, das ist eine intellektuelle oder eine kurze Aufgabe. Also ich fand es interessant, dass sozusagen auch von RKI-Seite oder auch euch, ich glaube es war auch sogar von Drosten, wurde halt auch immer wieder gesagt, wir haben noch keine Studien, die belegen, dass diese Masken helfen gegen Corona. Und das ist natürlich richtig, aber Corona ist ja auch neu. So, insofern kann man das auch gar nicht verlangen, dass es da schon Ergebnisse gibt. Aber wir haben natürlich Erfahrungen. Seit Jahrzehnten tragen auch im OP Leute ihre Masken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es gegen Corona hilft, die ist wahrscheinlich relativ groß. Und zwar gar nicht so sehr, weil da gar kein Virus durchpasst, sondern weil du halt schlicht die Viruslast, sag ich mal, also die Aerosole und so zurückhältst. Und dadurch halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da viel rauskommt, eben viel geringer ist. Und zwar jetzt egal was. Ja. Und das fand ich schon ein bisschen, also habe ich mich sehr früh sehr viel drüber aufgeregt. Sagen wir mal so. Und jetzt tragen wir sie alle und es ist okay. Ja, ich glaube auch so langsam ist sie zur Normalität geworden. Ne? Es nervt natürlich schon. Es nervt, es ist natürlich unangenehm auf Dauer, aber letztendlich, sie wird uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang begleiten und wahrscheinlich auch im Weiteren, ich denke auch, dass wir bald, sag ich mal, in dieser Normalität ankommen, wie es auch in Asien wahrscheinlich ist. Dass wir halt vielleicht eventuell öfters, auch zur Grippezeit, eventuell auch öfters in öffentlichen Verkehrsmitteln oder ähnliches. Ja, es kann gut sein, dass wir da irgendwie auch in Zukunft ein bisschen sag ich mal, vorsichtiger sind. Einfach, oder halt einfach, wie soll man sagen, so... Es ist ja auch eine Form von Höflichkeit und Mitgedenken. Solidarischer Gedanke. Genau, solidarisch. Also solidarischer wenn ich weiß, ich bin irgendwie verschnieft, aber nicht so krank, dass ich jetzt zu Hause bleiben muss, dann ist man trotzdem so eine Maske aufzieht, einfach um die anderen Leute nicht anzustecken. Das finde ich total, total okay. Ne? Ich auch. So, das war April. Das war April. April 2020. Und jetzt geht's zum Mai 2020. Genau. Mai 2020. Wir radeln uns so langsam weiter voran durchs Jahr. Wir sind jetzt hier am Alexanderplatz angekommen. Was passierte denn im Mai? Was ist passiert im Mai 2020? Da ist was wirklich Schlimmes passiert. Ja. Es ist wirklich was Schlimmes passiert, was, glaube ich, die ganze Welt richtig auch wieder mal erschüttert hat. Ja, also man kennt ja als Journalist durchaus bestimmte schlimme Videos, die man auch im Nachhinein denkt, lieber hätte nicht angesehen. Ja. Und es gab eine Videoaufnahme einer sehr schlimmen Begebenheit in den USA, in Minneapolis. Stirbt nämlich vor den Augen von vielen Zeugen George Floyd, ein Afroamerikaner. Und er stirbt nicht einfach so, sondern ein weißer Polizist kniet auf seinem Hals. Ich habe die Minutenzahl nicht mehr im Kopf, es waren wirklich quälende, furchtbare Minuten, acht Minuten noch was. Ja. Genau, und ein Satz oder ein Ausstoß, sage ich mal, den er noch von sich gegeben hat, I can't breathe, wurde sozusagen zum Symbol, zum
Schlachtruf ist das falsche Wort. Ja, nicht zu, zum Symbol dieser ja. Bewegung Black ja. Lives Matter. Ja. Black Lives Matter. Und hier am Alexanderplatz gab es dann eben auch trotz Pandemie und trotz Einschränkungen der Demonstrationsrechte eine große Demo. Ja. Für die, sag ich mal, für die rechte Bubble war es natürlich gefundenes Fressen, von wegen, ja, hier einerseits gegen die Hygienedemos argumentieren, weil die keinen Abstand halten, und dann war da eben die Black Lives Matter Demo. Ja, gut, hat man irgendwie zwar einen Punkt, aber es war wirklich einfach, das hält ja bis heute an. Also da ist eine richtige Bewegung entstanden, und das Besondere an der Black Lives Matter Bewegung ist ja auch, dass es eben nicht nur, natürlich nicht nur Schwarze sind oder Afroamerikaner, sondern dass auch ganz viele, viele Weiße sich solidarisch gezeigt haben. Und das ist schon eine sehr beeindruckende Sache, weil die über Amerika hinaus Bedeutung gewonnen hat. Und es hat ja auch ganz schlimme Konsequenzen auch gehabt. In Charlottesville zum Beispiel gab es dann diesen rechtsterroristischen Anschlag mit dem Auto, der in die Demo reingefahren ist mit Toten. Und die ganze Kette mit Donald Trump hinten dran, der da hingefahren ist und der dann irgendwie nichts Besseres zu tun hatte, als zu sagen, haben beide Seiten Fehler gemacht. Ne? Ja. Das ist schon hart gewesen. Es ist letztendlich, ich glaube, also so mein Gefühl war, dass wir es in Deutschland nicht so, sag ich mal, emotional gespürt haben, wie es natürlich in den USA war. In den USA ist natürlich dieses Verhältnis, also ich kann aus meinen eigenen Reisen in den USA erzählen, dass es halt wirklich das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen unheimlich gespalten ist, weiterhin, anscheinend überall. Und ich glaube, das ist natürlich nochmal... Ja, nach wie vor, ne? Das und kann man kaum fassen. Wir haben ja wirklich bürgerkriegsartige Szenen aus den USA gesehen. Was man sich auch nicht hätte vorstellen können, dass sowas mal wieder irgendwie ja, so passiert und vor allem auch außer Kontrolle geraten. Ja. Ne? Und natürlich auch durch einen amerikanischen Präsidenten, der, wie ich finde, zumindest noch sehr viel Öl ins Feuer gekippt hat, zumindest nichts dagegen gemacht hat. Ja. Ja? Das ist schon... Ja, wenn man sich mal auch vorstellt, dass später im Jahr dann er bei seinem TV-Duell diesen Satz sagte, stand back, but stand by. Ja. In Richtung genau zu diesen rassistischen Leuten, den White Boys, Proud Boys, glaube ich. Genau. Das ist natürlich richtig, richtig schlimm gewesen. Ja. Und es gibt natürlich auch in Deutschland Rassismus in der Polizei, wie es überall Rassismus gibt. Und man konnte aber auch dann nachvollziehen, dass vielleicht manche Leute es zu viel fanden, sozusagen die Verhältnisse in Amerika einfach 1:1 auf Deutschland zu übertragen. Da haben sich dann manche auf den Schlips getreten gefühlt. Das war eine große Debatte dann auch, weil Saskia Esken, die neue SPD-Parteivorsitzende, irgendwie sagte, es gäbe latenten Rassismus in der Polizei. Es gibt natürlich Rassismus auch in der deutschen Polizei, aber dieses Wort latent hat dann natürlich unterstellt, dass quasi das ganz besonders da ein Problem sei. Und ist es bestimmt auch, aber das hat eine große Debatte ausgelöst. Ja? Apropos Rassismus in Deutschland, Andreas Kalbitz ist aus der brandenburgischen AfD gegangen worden, wie man das auch nennen mag. Das war ein Hin und Her, aber er ist raus. Man hatte ja plötzlich anscheinend erkannt, hoppala, er hat ja bei seiner Anmeldung in der Partei ja gar nicht alles angegeben. Und hoppala, plötzlich haben wir die Anmeldungsdokumente nicht mehr. Unvereinbarkeitsliste. Unvereinbarkeitsliste. Ja, genau. Also dass Leute, die vorher in verfassungsfeindlichen Organisationen waren, nicht in dieser Partei sein dürfen. Ach, okay. Also es spricht ja auch schon dafür, dass man so eine Unvereinbarkeitsliste braucht. Ne? Aber das war tatsächlich immer ein Fall, wo natürlich auch wieder mit gehörigem öffentlichen Druck und Recherchen von Journalisten was ans Licht gekommen ist, dass er eben in dieser Nazi-Jugendorganisation oder Neonazi-Jugendorganisation war und das sich angegeben hat. Ja. Und er hat sich ja auch juristisch dann gewehrt. Er ist also auch sowohl auf dem juristischen Weg als auch auf dem Parteiwege. Und aber sagen wir mal so, es war auf jeden Fall dann eine knappe Nummer. Ja. Aber er ist ausgeschlossen. Er ist ausgeschlossen worden. Was ist noch passiert im Mai? Haben wir noch. Naja, wir kommen ja nicht um Corona herum. Wir kommen nicht um Corona im Mai herum. Es ging
es gab einen großen Streit zwischen der Bild-Zeitung einerseits und dem, sag ich mal, Chef-Virologen Christian Drosten. Ja. Und das ist ein bisschen ausgeartet, ne? Das ist richtig ausgeartet. Ja. Also, das, gut, also man ist natürlich völlig legitim, auch seine Studien zu hinterfragen. Und da hat er auch wohl einen Fehler gemacht, hat er auch später dann korrigiert, was im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit ja auch völlig legitim ist. Ne? Ja. Nur das ist mal der Fehler der Bildzeitung, den sie auch, sag ich mal, eingestanden hat, dass sie ihm halt einfach nur eine Stunde Zeit gegeben haben, um diese Frage zu beantworten. Und da hat er dann aber halt nicht so reagiert, von wegen, sorry, das ist mir zu wenig Zeit, sondern er hat halt die Bildanfrage öffentlich auf Twitter veröffentlicht und hat dabei auch noch die Handynummer des betreffenden Kollegen mitveröffentlicht. Ja. Dieser Kollege hat, wie gesagt, eine Stunde ist echt ein bisschen dünn. Das ist ein bisschen dünn. Viel Druck, aber gerade bei so einer Konfrontation macht man sowas eigentlich nicht. Wie ist es dir als Journalist, wie hast du das als Journalist empfunden, diese Situation, dass halt eine Zeitung wie die Bild-Zeitung das so, also das war knapp. Naja, wie letztendlich ist ja schon, ich würde das mal böse raus sagen, herausgefordert oder schon rausgekitzelt hat, dass diese Situation fast schon entstehen könnte. Ja, also mit diesen Hintergedanken sogar arbeitet. Wie geht es da dir als Journalist beim Cicero? Also was sind das für Arbeitsmaßnahmen, die da getroffen werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was du meinst. Na, die Arbeitsweise letztendlich, weißt du? Die Arbeitsweise, die eine Bild-Zeitung Journalisten an den Tag legen, um halt eventuell so eine Schlagzeile wieder zu bekommen, dass sie halt schon eventuell kalkuliert wurde. Mhm. Dass man Herrn Drosten letztendlich um Füße zu sagen, halt vorführen wollte. Ja, also sagen wir mal so, mit Kollegen schelte tue ich mich immer schwer, weil ich auch weiß, dass da Leute arbeiten, die einfach auch einen richtig guten Job machen. Es ist natürlich immer so, natürlich ist es legitim, sag ich mal, eine thesengetriebene Recherche irgendwie zu machen, weil man hat eben Fragen und man will die auch beantwortet haben. Es geht dann aber am Ende für mich darum, wie man das umsetzt. Also natürlich kann man mal hinterfragen, warum jetzt ein Herr Drosten oder ein Herr Wieler vom RKI so dauerpräsent sind und man den Eindruck einfach in der Kommunikation bekommt, die bestimmen jetzt das politische Handeln im Land. Ja. Und wenn man sie dann mit politischen Reaktionen oder Konsequenzen konfrontiert, dass sie dann auf einmal sich auf ihre Wissenschaft wieder zurückziehen, obwohl sie wissen und sie auch öffentlich natürlich darstellen, einen eigenen Podcast haben und so weiter, sie aber qua Wissenschaft durch den Fakten natürlich aber trotzdem Politik machen. Ja. Es gibt ja auch noch andere wissenschaftliche Fakten, wie zum Beispiel, dass man sagt, wie viele Leute kriegen jetzt Depressionen oder wie viele Leute werden verzweifelt sein oder wie viele Frauen werden zu Hause geschlagen im Lockdown. Ja. Es gibt viele, viele andere Bereiche, die auch wissenschaftlich fundiert betrachtet werden können. Und sagen wir mal so, die Bild-Zeitung hat insofern einen Punkt gehabt, dass sie eben mal die Sachen hinterfragt hat. Aha, okay. Wie kam es zu den Schulschließungen, wenn diese Studie gar nicht die Grundlage dafür sein kann, weil sie halt einfach einen Fehler enthalten hat? Ja. So, aber natürlich, die Art und Weise, das ist natürlich eine Boulevardzeitung. Die mächtigste des Landes. Verantwortung halt. Ne? Auf jeden Fall. Aber ich verstehe deine Ansicht natürlich. Der Mai, das war ein turbulenter Monat und der Übergang sozusagen in den Sommer 2020 und da kommen wir jetzt zum Juni 2020. Im Juni wurde versucht, uns ein kleines Geschenk zu machen, beziehungsweise der Wirtschaft, der Konjunktur. Es wurde versucht, dass wir den Konsum trotz Corona-Angst und Konsumzurückhaltung, dass wir einfach wieder mehr konsumieren. Ja. Und darum wurde die Mehrwertsteuer gesenkt. Von 19 auf 16 und von 7 auf 5. Applaus. 4?
Fünf, genau. 7 auf 5, ne? Ja. Und 19 auf 16. Richtig, ja, genau. Und tatsächlich war ich unverhoffterweise Profiteur. Ja, wieso? Weil, ja, pass auf, ich habe nämlich tatsächlich nach vielen Jahren endlich eine Wohnung gefunden. Ja. Und da ich aber in einer sehr, sehr, sehr kleinen Einzimmerwohnung vorher gewohnt habe, ja, habe ich gar keine Möbel gehabt und musste mir eine Waschmaschine zum Beispiel kaufen, eine neue, okay, und einen Kühlschrank. Und so habe ich ein bisschen profitiert, aber so, auch nicht viel. Ich tue mir leid, dass ich dich gerade unterbrechen muss. Ja. Hier ist es ja jetzt ganz, ja, gemein. Das muss ich das mal gucken. Ist, mal gucken. Weil ich glaube, wir fahren hier nämlich auf die Fahrradstraße. Das funktioniert hier. Jetzt muss ich den hier mal kurz. Das wäre natürlich auch noch ein Thema. Ne? Ja, hier, genau. Guck dir das mal an. Wir sind nämlich jetzt wann waren auf das? Der. Das ist eine sehr gute Frage. Das war auf jeden Fall auch im Lockdown. Vielleicht. Das schreiben wir euch drunter. Wir sind gerade durch Zufall wirklich in der Friedrichstraße, ja, gelandet, auf der Fahrradstraße. Genau. Ich frage mich gerade, in welche Richtung wir fahren sollten. Wir fahren einfach mal. Fahren wir nach links? Ja, oder? Dann fahren wir mal nach links. Das ist das Schöne am VIP-Velo. Man kommt einfach mal durch Zufall irgendwo vorbei. Genau. So, und wir nutzen nämlich gerade diese so in Berlin heiß diskutierte Fahrradstraße. Ich war hier auch tatsächlich nicht, seitdem es Fahrradstraße ist. Das ist eigentlich ganz hübsch. Weihnachtlich beleuchtet. Frohe Weihnachten. Pop-Up-Radweg. Das war ja auch noch so ein Wort. Oh, auch noch ein Thema für das Jahr 2020. Da haben dann die Grünen einfach den Lockdown genutzt, um ihre Verkehrspolitik durchzusetzen. Unglaublich, das Sauerei. Unfassbar. Sauerei. Oh. Hier gibt's Glühwein. Ja. Darf man nicht doch gar nicht, oder? Ach, Herrje. Ich weiß noch gar nicht. Ich hatte irgendwie gehört, dass der Einzelhandel tatsächlich hier geklagt hatte in der Friedrichstraße. Ja, machen sie immer noch. Radwegs. Genau. Weil nämlich das reiche Publikum nicht mehr hier mit dem Auto, genau, ran kann. Genau, ja, das reicht. Die Porsche Cayennes, ja, können hier nicht mehr parken. Die Porsche Cayennes der Stadt die dürfen hier nicht mehr rein. Deswegen muss das Lafayette auch zumachen. Ja, oder genau. So, wir waren im Juni stehen geblieben. Wo waren wir stehen geblieben? Mehrwertsteuersenkung. Du hast dir was gegönnt. Ja, genau. Habe ich ja gesagt, ich habe mir einen Kühlschrank gekauft, ja, sehr gut, eine Waschmaschine. Sehr gut. So, da habe ich wahrscheinlich so 50 Euro gespart. Hey, immerhin 50 Euro, ja, haben oder nicht haben. Ja, es ist natürlich, es sind so Momente gewesen, wo ich mir dachte, Mann, das ist eigentlich alles sehr historisch gerade, was du da erlebst. Ja, also die Mehrwertsteuer, die eigentlich sonst immer erhoben wird, seitdem ich denken kann, klar. Und plötzlich wird sie fallen gelassen, runter. Ja, es ist Wahnsinn, was die Regierung für Anstrengungen, wirklich alles, was möglich ist, um diesen Kapitalismus, diese Wirtschaft, um den Konsum am Laufen zu halten. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn, was da passiert ist. Ich fahre jetzt mal. Fahren wir hier rechts, oder? Ich fahre mal rechts in die französische Straße. Schön. Ja, ne? Das ist ja, aber das ist ja die große Frage, die auch jetzt ins kommende Jahr uns begleiten wird, glaube ich. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? So, es gibt halt die Theorie, die sogenannte Modern Money Theory, die davon ausgeht, dass wir so viel Geld haben, wie wir eigentlich haben wollen. Das ist alles völlig egal. Ja. Wir können nämlich, weil die Notenbanken keine echten Banken sind, sondern so, eben Notenbanken, die können nämlich so viel Geld drucken, wie wir wollen. Ach. So, und wir wissen dann, wohin das führen kann. Natürlich, ja, Inflation und so weiter, ja, die Gefahr. Aber die Theorie, sag ich mal, die besagt, dass letztendlich dadurch, dass man das Wachstum sichert, ja, durch den Geldzufluss, werden die Schulden quasi von alleine bezahlt, weil die Wirtschaftsleistung eben dann nicht einbricht, sondern am Laufen bleibt und wenn es dann wieder losgeht, die Steuern umso stärker sprudeln. Ja. Und genau, das ist soweit die Theorie. Soweit die Theorie. Juni 2020, was ist denn noch passiert? Was haben wir denn noch auf unserem Plan? Ja, naja, also was halt immer wieder für Diskussionen gesorgt hat, das Stichwort Corona als Brennglas für Probleme, ja, die schon da waren. Ja. Die zahlreichen Ausbrüche, Corona-Ausbrüche, etwa in Fleischfabriken, ja, von Tönnies. Ach je, das war. Richtig, genau. In NRW, das war immer wieder Thema. Und dann hat die SPD versucht, da ihr Arbeitnehmerschutzgesetz zu durchzusetzen und ja, auch immer noch gibt es aber Schlupflöcher und ja, das ist wirklich schwierig. Da sind einfach Leute unter Bedingungen, gerade aus Osteuropa, die da, ja, für Hungerlöhne arbeiten, zusammengepfercht in irgendwelchen Containern hausen, wo natürlich Corona jede Chance hat, von einem auf den anderen überzuspringen. Ja. Also ja, das war auf jeden Fall ein Thema. Es gab aber noch was. Ja. Wir hatten ja die Black Lives Matter Diskussion, ja, im Jahr und wir hatten auch die Diskussion um Rassismus in der deutschen Polizei. Ja. Und da gab es dann tatsächlich eine,
eine Kolumne, die natürlich irgendwie auch satirisch gemeint sein sollte, aber eine Kolumne in der Taz, von der Autorin Hengameh Yaqubi Farah, die Polizisten letztendlich pauschal mit Müll verglich und sagte, all cops are berufsunfähig und gehören auf den Müll. So, und das hat natürlich, also das natürlich war das mit Ansage, ne? Das muss man immer auch dazu wissen. Das hat natürlich für große, größtmögliche Empörung gesorgt. Und Horst Seehofer wollte dann prüfen lassen, ob er die Autorin anzeigt, was natürlich von vornherein irgendwo auch gaga ist, weil ich meine, es ist halt trotzdem Meinungs- und Pressefreiheit und natürlich kann man da versuchen, irgendwie gegen vorzugehen. Aber am Ende ist es halt eine Meinungsfreiheit, solange es halt irgendwie nicht die eine echte Beleidigung, den Straftatbestand erfüllt, kann sie machen, was sie will. Und trotzdem, es war eine große Diskussion, auch im Haus selbst, wurde dann Artikel um Artikel veröffentlicht, der auch diese Kolumne eben auseinandergenommen hat in der Taz. Ja. Das war schon, würde ich auch sagen, eine demokratieinterne Veranstaltung, es war ein Lehrstück darum, wie man mit unterschiedlichen Meinungen im Hause umgeht. Das fand ich schon faszinierend, muss ich sagen. Okay. Interessanter Aspekt übrigens auch, dass das KDW später im Jahr dann tatsächlich mit der Autorin von der Taz geworben hat, die dann da in irgendwelchen Pelzmäntelchen saß und großspurig aufgehängt wurde. Es war da irgendwie, fragte man sich dann auch, okay, ist das jetzt irgendwie auch Kunst oder? Vielleicht auch Satire. Oder kann das weg? Ja, also Juni 2020, sehr kurios. Kuriose Dinge, die passiert sind. Wir sind grün, wir biegen weiter ab, wir radeln weiter, wir radeln in den Juli 2020. Wir haben sozusagen Bergfest und gucken mal, wie es weitergeht. Mein interner Faktencheck hat übrigens gerade ergeben, dass ich nicht genau weiß, ob sie da wirklich im Pelzmäntelchen saß. Sie saß zumindest in der Lederjacke, glaube ich, da. Aber wie auch immer. Halten wir fest noch. nicht? Also, sie hat jedenfalls, es war Werbung fürs KDW. Werbung fürs Kaufhaus des Westens in Berlin am Kudamm. Und mit dieser Erkenntnis radeln wir jetzt aber wirklich in den Juli 2020 beim Jahresrückblick mit dem Wipvelo und dem Cicero. Und hier sitzt Bastian Brauns. Hier kommt der Juli. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?